Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Ich möchte heute etwas über den Begriff vegan reden. Der wurde ja in den letzten Tagen, Wochen, zumindest in der amerikanischen YouTube-Szene so ein bisschen diskutiert, in Frage gestellt, wie auch immer. Unter anderem angestoßen von dem Video von Jeff Nelson von VegSource. Und gleichzeitig möchte ich auch auf den Begriff Fake Vegans eingehen, den Leute wie Dorian Ryder oder Freely benutzen im Umgang mit Leuten, die Kritik an bestimmten Veganern oder Kritik an bestimmten Aussagen üben. Zunächst möchte ich sagen, dass vegan nicht bedeutet, dass jemand, der vegan ist, besser ist als jemand, der nicht vegan ist. Es gibt ganz wunderbare Leute, die nicht vegan sind, und es gibt ganz bescheuerte Leute, die vegan sind. Und nur weil sie jetzt vegan sind, macht sie das für mich noch nicht zu einem besseren Menschen. Es heißt lediglich, dass sie sich meinetwegen für einen Punkt mehr interessieren als für einen anderen. Aber wenn jemand jetzt, keine Ahnung was, irgendwelche ausländerfeindlichen Parolen an die Wand schmiert und dann aber keine tierischen Produkte isst, was ihn ja zu einem Veganer machen würde. Nein, das heißt für mich nicht, dass er besser ist. Genauso wenig ist jemand, der zwar nicht vegan ist, aber meinetwegen hier der nächste Gandhi ist, automatisch schlechter oder eine schlechte Person, weil er oder sie Fleisch- oder Milchprodukte isst. Das wäre dann zumindest ziemlich schade, meiner Meinung nach, aber es wird noch lange nicht heißen, dass diese Person ein schlechter Mensch ist. Ich bin irgendwie dagegen, dass man den Begriff gut oder böse, der ja ohnehin zumindest zu einem großen Teil subjektiv geprägt ist, auf lediglich eine Dimension festlegt, nämlich ist diese Person vegan oder ist diese Person nicht. Wenn man sich danach richten würde, wären ungefähr 99% der Weltbevölkerung einfach scheiße und 1% wäre gut. Und das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein und ist meiner Meinung nach ziemlich unrealistisch und fördert auch keinen Dialog von Veganern und Nicht-Veganern, wenn die eine Seite die andere Seite als Extremisten abstempelt. Das geht natürlich von Seiten von einigen Fleischessern aus genauso, ne? Die Veganer als Spinner abstempeln. Das ist natürlich genauso wenig in Ordnung, wie das Veganer Fleischesser als Spinner abstempeln. Der Begriff Fake Vegans wird von Leuten wie Freely und Dorian Ryder verwendet, die sich Kritik von anderen Veganern ausgesetzt sehen, zum Beispiel an bestimmten Aussagen, Verhaltensweisen etc., also kriminellen Sachen, die sie zum Teil machen. Und dann sagen sie, die Leute, die sie kritisieren, sind halt nicht wirklich vegan, die sind Fake Vegans und weil sie anscheinend denken, dass richtige Veganer scheren sich einen Dreck um Recht und Gesetz und würden für das vermeintliche Ziel, das für die Tiere zu machen, auf legitime rechtliche Ansprüche verzichten, was ich nicht so sehe. Und dementsprechend finde ich den Begriff Fake Vegans auch dämlich, denn der impliziert, dass es so etwas gibt wie richtige Veganer und falsche Veganer. Und das ist meiner Meinung nach total blödsinnig. Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen zum Veganismus. Leute kommen aus gesundheitlichen Gründen zum Veganismus. Leute kommen aus ethischen Gründen zum Veganismus. Leute kommen aus religiösen Gründen zum Veganismus etc. Aus Umweltgründen auch zum Beispiel. Und ich denke nicht, dass ein Teil dieser Veganerbewegung jetzt automatisch besser ist als der andere. Ich glaube nicht, dass es besser ist, aus ethischen Gründen vegan zu werden, als aus Umweltschutzgründen. Also das ist einfach eine andere Herangehensweise an das Thema. Genauso wie, ich weiß nicht, womit könnte man das vergleichen? So, wenn Leute ein Studienfach wählen und sagen wir mal so mein Studienfach Geografie, das wäre ja auch bescheuert, wenn ich dann sage, dass die Leute, die das schon immer machen wollten, sind die richtigen Geografen und die Leute, die erst was anderes studiert haben oder wo Freunde vielleicht gesagt haben, hey, ist voll cool, mach das mal, ne? Dass das dann Fake-Geografen sind. Das ist doch irgendwie total absurd. Dementsprechend, ich denke nicht, dass es eine qualitative Hierarchie gibt zwischen Veganismusstufen. Zumal ich zumindest eine Studie kenne, die besagt, dass Leute, die aus Umweltschutzgründen vegan werden, durchschnittlich länger vegan bleiben als Leute, die das aus ethischen Gründen tun. Das ist nur eine einzige Studie. Das Thema ist sowieso nicht gut erforscht. Das gebe ich zu. Allerdings ist das durchaus mal ein Anhaltspunkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Das ist nämlich das Argument, was immer hervorgebracht wird. So, ja, nur die ethischen Veganer sind die richtigen Veganer, denn wenn man einmal das Licht der Erkenntnis gesehen hat, dann geht man halt nicht wieder zurück. Aber das impliziert, dass Menschen vollkommen rationale Wesen sind und das, nein, das wird nicht passieren. Es wird immer Leute geben, die vom Veganismus wieder zurück zum Fleisch essen oder zumindest zurück zum Vegetarismus gehen. Dementsprechend so zu argumentieren, finde ich schon ein bisschen komisch und auch nicht zielführend.
Der Begriff Fake Vegans impliziert ja außerdem, dass es so eine Art wie den einzig wahren Veganismus gibt. Und das impliziert eben, dass es irgendwo einen auf so einer Skala so einen perfekten Veganismus gibt. Und den gibt es nicht. Ich glaube, es gibt die beiden Extrempole nicht. Also der eine Extrempol, der super Veganer, wäre ja der nie etwas Tierisches isst und das auch nie untergejubelt bekommt, der keine Produkte isst, also keine Lebensmittel isst, die mit irgendwelchen tierischen Stoffen jemals in Berührung gekommen sind. Dann würden nämlich auch Bio-Fairtrade-Bananen rausfallen. Er würde niemals einem Tier wissentlich Schaden zufügen, er würde sonst einem Tier nie schaden und das ist vollkommen unrealistisch. Zumindest wenn man Veganismus, wie viele so definieren, man schadet keinem Tier, was eine ziemlich enge und nicht zutreffende Definition ist, wie ich meine. Und der andere Gegenpol wäre dann ja eine Person, die nie Obst und Gemüse isst, also wirklich nie, also 100% ihrer Kalorien nur aus tierischen Produkten bekommt. Und auch ansonsten immer so viele Tiere tötet, wie es nur irgendwie geht. Und ich glaube, das machen nicht einmal die Inuit. Also, weil es diese beiden Extrempole nicht gibt, macht es für mich auch einfach gar keinen Sinn, eine andere Skalierung irgendwie aufzuführen. Also, meinetwegen könnte man noch irgendwie sowas sagen wie eine Person, die halt auch nur Baumwollkleidung trägt, ist in einem bestimmten Punkt fortgeschrittener als eine Person, die vegan ist, also isst und aber noch meinetwegen Pelz kauft oder sowas, dann ist diese Person in diesem einen Punkt fortgeschrittener, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist zu sagen, diese Person ist Veganerer oder so. Das sät nämlich meiner Meinung nach irgendwo nur Zwietracht in der veganen Szene und das ist ja immer das, dieses Argument mit: Du kaufst aber Fairtrade-Kakao und der Mutterkonzern ist aber Nestlé und deshalb bist du kein richtiger Veganer. Das wird eben immer so instrumentalisiert, dieses Argument. Deshalb weiß ich nicht, ob man das anbringen sollte. Also, ich würde sowieso auf Leute eher so zugehen, so, hey, das machst du voll cool. Also, die eher so positiv bestärken, als zu sagen, das machst du falsch. Und du bist scheiße, weil du machst das falsch. Und du musst das genau so machen, weil ich sag dir das jetzt. Und wenn du das nicht sagst, dann bist du scheiße, dann ignorierst du das. Dann you don't give a shit und die Tiere sind dir egal und du bist herzlos und du bist ein Mörder. So erreicht man Leute nicht. Zumindest meiner Meinung nach. Also es entspricht doch irgendwie nicht meinem Menschenbild, so mit Leuten umzugehen. Außerdem muss man beachten, dass niemand vegan auf die Welt gekommen ist. Oder zumindest ein sehr, sehr, sehr geringer Teil der Menschheit wirklich vegan auf die Welt gekommen ist. Was ist mit Leuten, die noch so Restprodukte zu Hause haben, die meinetwegen noch ein Glas Honig haben? Wenn ich noch ein Glas Honig hier hätte, ich würde das nicht wegschmeißen. Ich würde den Honig halt verbrauchen, weil ich das bescheuert fände, das wegzuschmeißen, nur weil das jetzt ein tierisches Produkt ist. Das wäre total, total blödsinnig, das wegzuschmeißen. Dementsprechend ist eine Person weniger vegan, weil sie noch alte nicht tierische Kleidung, noch alte tierische Kleidung zu Hause hat. Ich denke nicht. Ich denke, das, was man am ehesten als Abgrenzungsmerkmal für Veganer und Nicht-Veganer benutzen könnte, heranziehen könnte, wäre so die ethische Einstellung, das Mindset, das man irgendwie so im Kopf hat. Und das ist natürlich unbequem, weil das sehr, sehr schwierig zu beurteilen ist, weil niemand in den eigenen Kopf reingucken kann. Aber ich denke, wenn man für sich selber die Entscheidung getroffen hat, so, okay, das ist so nicht richtig und ich muss was ändern, ich glaube, dann ist man schon im Kopf zumindest ein Veganer, auch wenn man die nötigen Schritte noch nicht getan hat. Und wir als Veganer sollten dann nicht hingehen und die Leute für das verurteilen, was sie noch nicht machen, sondern wir sollten sie ihnen dafür applaudieren, was sie bereits machen. Dementsprechend sollten wir es unterlassen, so Begriffe wie Fake Vegan zu benutzen oder du bist kein richtiger Veganer oder sowas, weil es den richtigen Veganer meiner Meinung nach nicht gibt. Einige Leute, die so in der 3D Durian Rider Szene rumhängen, sagen, wie zum Beispiel Julia Bohr oder Boer, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, die sagen ja, where's your vegan T-Shirt? Und ich denke mir nur so, das ist doch jetzt kein Abgrenzungsmerkmal eines richtigen Veganers und eines 0815-Veganers, dass man ein T-Shirt
ja, tragen muss, auf dem vegan draufsteht oder go vegan oder sowas, weil ich weiß auch nicht, ob man, wenn man sich quasi möglichst nicht konform verhält und an möglichst vielen Stellen aneckt, man Leute erreicht. Genauso wenig finde ich T-Shirts wie das von Vegan Ava mit, womit sie die vegane Message verbreiten will und sie schreibt dann auf ihr T-Shirt: God kids get vasectomy. Also hast du Kinder, hol dir eine Vasektomie. Leute, was hat das mit Veganismus zu tun? Also tut mir leid. Ich meine, unter diesem Video hatte einer den Kommentar geschrieben so: Hey, wie bist du eigentlich vegan geworden? Ich habe ein T-Shirt in Chiang Mai gesehen und da stand drauf: God kids get vasectomy. Also das ist auch kein Grund, um Leute zu Nicht-Veganern zu erklären, weil sie keine T-Shirts mit merkwürdigen Messages drauf anhaben. Vor allem in Thailand, wo ich denke mal, die einheimische Bevölkerung nicht wirklich Englisch spricht, obwohl ich es halt auch nicht weiß. Was denkt ihr? Ich denke wirklich, man kann, ob jemand vegan ist oder nicht, nur anhand des Mindsets beurteilen und nicht so sehr anhand der Handlungen. Natürlich spielen die Handlungen da auch mit rein, aber irgendwo ist der Ansatz im Kopf für mich dann doch wichtiger. Wie seht ihr das? Es ist ein heikles Thema, ich würde es gerne wissen. Ich gehe jetzt offline und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!